Hallo meine Lieben und schön, dass ihr mit dabei seid. Heute möchte ich mit euch den klassischen Kreuzanschlag machen. Und zwar wirklich den rein klassischen Kreuzanschlag. Dafür müssen wir uns aber ein Stück Faden wegtun. Das lose Ende geht über Daumen und Zeigefinger in die Hand. Einfach so in die Hand legen. Ich klemme den Faden zwischen Zeigefinger und Mittelfinger ein und lasse ihn dann nach unten plumpsen. Und auch unser Arbeitsfaden, das ist der Faden, der zur Wolle hinführt, nehme ich auch in die Hand, so dass der lose Faden innen ist und der Arbeitsfaden davor. Dann schließe ich die letzten beiden Finger oder auch drei. Kommt ganz drauf an, wie ihr es handhaben wollt. Daumen und Zeigefinger sorgen für die Spannung in dem Faden. So, wir nehmen jetzt unsere Stricknadel, gehen mit der Stricknadel zwischen Daumen und Faden rein, heben den Faden an und holen uns den Querfaden von hier drüben, der sieht aus wie so eine kleine Wäscheleine, den holen wir uns jetzt, lösen den Daumen und haben Masche Nummer 1. Ab da an, wo der Daumen wieder in diesen Faden, der hier unten wie so eine Hängematte durchhängt, reingeht, ist die Masche straff. Jetzt drehen wir das wieder so, dass wir die Handfläche sehen, gehen mit unserer Stricknadel wieder zwischen Daumenfaden hoch, heben den Faden dabei an, machen eine Halbdrehung, einfach so eine Halbdrehung, und wir holen uns das Stückchen Faden von hier drüben. Gehen wir einfach einmal durch, dann mit der Nadel hier durch die Schlaufe, die beim Daumen ist, lösen den Daumen und haben Masche Nummer 2. Halbdrehung, Masche, Faden von hier drüben geschnappt, ab durch diese Lücke, Daumen lösen und hier unten der Faden, der zu unserer Hand führt, da mit dem Daumen rein und damit den Faden anziehen, Masche Nummer 3. Nummer 4. Schlagen jetzt hier einfach mal wahllos ein paar Maschen an und ich zeige euch das. Wir gehen hier rein, heben den Faden an, machen eine Halbdrehung, holen uns den Faden, der zum Zeigefinger führt, einfach so von hinten nach vorne rum, durch diese Lücke durch, Daumen lösen und straff ziehen. Ich zeige euch das noch mal ganz langsam. Und wir gehen mit der Nadel von vorne nach hinten rein, holen uns den Faden von hier drüben und dann gehen wir da durch diese Lücke zwischen beim Daumen, lösen den Daumen und straff ziehen. Und das ist jetzt noch übrig von dem Faden, was ich mir zur Seite gelegt hatte, weil wir ziehen beim Kreuzanschlag unsere Maschen aus dem Faden, den wir uns vorher wegziehen, sprich aus dem losen Ende, nicht aus dem Ende vom Arbeitsfaden. Und dann können wir ganz einfach losstricken. Ich demonstriere es jetzt nur. Die rechten Maschen machen wir später.
meine Lieben, das war jetzt der klassische Kreuzanschlag. Damit haben wir schon Anschlagsorte Nummer 2. Ein paar Anschläge möchte ich euch gerne noch zeigen. Ihr probiert dann einfach, welcher Anschlag euch am meisten Spaß macht, weil irgendwo hat man immer seinen Liebling. So, ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderbaren Tag und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.